Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Do Your Thing Version 1.2 von Knoppex. Mein lieber, lieber Knoppex, schon lange einer meiner... Will whoever started testing early please go outside so they can be consumed by the cloud. Okay. Kameras nicht erlaubt, außer unsere natürlich. ja, der liebe, gute Knoppex, schon lange, schon seit vielen Jahren, einer meiner treuen Zuschauer, Follower, whatever. Wir haben uns auch schon unterhalten und alles cool und sowieso. Und er hat mir eine Map geschickt von ihm selber. Die hat er gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Vielleicht schreibt er noch ein paar Informationen in die Kommentare, wenn er möchte. Würde ich dann auch anpinnen, wenn er irgendwas noch dazu sagen möchte. Ansonsten schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Es ist Testkammer 9 von 9. Wir haben das Spiel also schon quasi fast durchgespielt. Ich habe die Information, dass es eine relativ einfache Kammer ist. Ich bin mal gespannt. Wir gucken mal. Also wir kriegen hier den Würfel. Relativ easy. Den legen wir einfach hier drauf und dann passiert was. Achso, geht uns eine Brücke nach drüben auf. Coole Sache. Der Knopf hier dreht die Wand. Ist verdächtig genug für mich, um ein Portal da zu lassen. Verdächtig genug auf jeden Fall. Da ist auch ein Weg zurück. Also ich schätze mal, wir müssen irgendwann auch wieder... Ich denke, wir brauchen den Cube noch. Es ist sehr offensichtlich. Okay, hier sind Turrets. Hallo. Na? Geht's euch gut? Na, gleich nicht mehr, wie ich sehe. Bratzel, 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 bratzel. Let's destroy everything. Okay, das dreht die Wand. Dann bin ich mal so frei. Und hol mir den Cube. Just in case. Was macht der Knopf? Okay, der macht hier auf. Ich nehme den mit. Eiskalt nehme ich ihn mit. Okay, Repulsion Gale. Nee, nicht Repulsion. Speed Gale. Okay, das fährt uns hoch. Ja, okay. Müssen wir wohl rausspringen. Ich nehme den Cube mit. Eiskalt bis zum bitteren Ende. Mein Cube und ich. Companion Cube Liebe. Alter. Zum Glück ist hier eine Scheibe dazwischen. Ach du Schande. Guck, als hätte ich's gewusst. Als hätte ich's gewusst, ne? Au, 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 au. Keine Ahnung, was das ist. Erstmal Knopf drücken. Das macht was? Ah, da ist es. Repulsion Gale. Ich habe das Gefühl, ich hätte den Cube noch nicht legen dürfen. Weil der Cube macht da vorne dieses Flugding da auf. Nimm den nochmal runter, dann ist das nämlich nicht da. Und dann töte ich die ganzen Dinger nämlich mit dem Gale, oder? Ja. Geil. Richtig gut. Richtig gut, ey. Okay, jetzt lege ich ihn aber wieder drauf. Das macht auch, da hinten sind Laser, ne, gewesen. Ja, die sind weg dadurch. Und da ist so ein Flugding rüber. Also ich schätze, ich muss da rüber. Da vorne springt auch schon die Kugel rum. Da. Die brauchen wir für hier. Da oben ist das Ende. Da komme ich aber noch nicht hoch, weil das geht in die falsche Richtung. Das da fährt mich das hoch. Ja. Da ist eine Brücke, das geht nach drüben. Das hier ändert die Polarität, nach, auch alles drüben. Und hier muss dann wahrscheinlich der Cube rein, weil das die Tür aufmacht. Also müssen wir wahrscheinlich erstmal hier rüber. Kriegen wir, denke ich, hin. Kaputt! Gut, dann fliegen wir mal darüber. Ja, da können wir die Kugel holen. Wahrscheinlich ist hier auch noch irgendwo die Möglichkeit. Ja, ja, da kommt ein Cube drauf. Ich sehe den Cube da schon. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott. So, hier ist der Cube dafür und damit können wir auch den Laser gleich drehen. Alles relativ, relativ human, was hier abgeht. Was macht das? Ja, das, damit können wir zurückfliegen. Da vorne ist auch diese Wand weg. Das heißt, wir können die Kugel mitnehmen. Das heißt, wir holen uns die Kugel und ich sehe schon das Ende in Sicht, wenn ich es schaffe, die Kugel zu fangen. Ja, jetzt. Ja, perfekt.
Er hat sogar dafür gesorgt, dass wenn man irgendwie auf der Mitte landet, wie auch immer man das schaffen soll, dass man hier rüberfliegen kann, da mit dem Knopf und dem Laserding. Brauchen wir in dem Fall nicht. Wir fliegen mit der Kugel zurück. Ja, schöne Einsteiger-Map auf jeden Fall. Also, wenn man noch nicht so kompliziert in diesem Portal-Ding, in dem Portal-Game drin ist, dann ist es mit Sicherheit eine coole Einsteiger-Map. Für mich wäre es jetzt ein bisschen leicht, so privat, sag ich mal, wenn ich die jetzt selber spielen würde. Aber gefällt mir, mein lieber Knoppi. So, jetzt den Cube raus. Cube oben rein. Gut, dass wir den mitgenommen haben, ne? Tatsächlich gut, ey. So, und dann geht die Tür auf. Wir können hier vorne hoch. Jetzt frage ich mich, ist das schon das Ende der Map oder war das nur Raum 1 von einer Million? Ne, sieht mir nach Ende aus. Ja, mein lieber Knoppi, hat mir gefallen. Gerne mehr von dir. Gerne mehr von dir. Und sagt mir doch auch unbedingt mal in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Ich war euer Mossi. Bis zur nächsten Kammer. Auf Wiederkuscheln und ciao!